Willkommen zurück zu Folge 4 von Demon Legends Episode 1. Letzte Folge geschah leider nicht ganz so viel. Die beiden Auserwählten Rick und Victor sind also immer noch auf der Suche nach ihrer Bestimmung. Und deswegen überkreuzen sie den Bergpass, wo sich ein harmloser Stein als Golem entpuppte, den sich unsere Party natürlich prompt entledigen musste. Wir reisten dann nach Flower Hill Village, wo ein Hühnerausbruch die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzte, doch Rick konnte natürlich dieses Problem auch beheben. Ansonsten gab es neue Fähigkeiten und neue Ausrüstung und wir wissen jetzt, wo wir hin müssen, und zwar in die Hafenstadt Barion. Und damit geht's jetzt weiter. In Flower Hill Village gibt es für uns soweit auch nichts mehr zu holen. Ich glaube, die Stadt haben wir restlos erkundet. Mal gucken, was das Eingangsschild sagt. Willkommen in Flower Hill Village, der blühende Ort in den Bergen. Dann würde ich sagen, lasse ich diese Stadt auch mal hinter mir. Also eine Sache noch. In der letzten Folge habe ich die Random Encounter, nachdem ich den Gegner zum ersten Mal besiegt habe, herausgeschnitten. Schreibt mir einfach in den Kommentaren, ob ich die Praxis beibehalten soll oder nicht. Ich finde das nicht besonders spannend, weil die Kampffinesse hier nicht vorhanden ist. Aha, das steht mir jetzt hier zur Verfügung. Die Brücke ist fertig, ihr könnt rübergehen. Ja, dann mache ich das doch. Hallo? Oh. Oh, ein Biophosphorus. Ein Biophosphorus, was auch immer das ist. Ein grünes Tentakelmonster. Dann mache ich doch mal Eiskristall. Und Elektroflash. Ah, Blindpollen. Rick is now blind. Victor is now blind. Kann ich nach wie vor zaubern? Scheinbar. Scheinbar scheint der Blindstatus meine Zauber nicht zu tangieren. Das heißt, ich kann weiter meine magischen Kräfte auf den Gegner spammen. Oh, vergiftet. Victor Special fehlgeschlagen. Mhm. Das heißt wohl, dass es wahrscheinlich nicht funktioniert hat. Ich glaube, Rick war vergiftet, ne? Wie auch immer. Rick ist nicht mehr vergiftet. What? 44 HP. Ja, der Gute kann ganz schön zuschlagen. Gut, dass ich 400 Potions habe. Ach Gott. Ich hätte gerne so einen Heilzauber. So ein Heilzauber wäre echt gut. Weil irgendwann gehen mir die Potions aus. Ich glaube, in jeder Hinsicht ist Victor auch einfach besser als Rick. Oh, oh, oh. Langsam wird's kritisch mit den Potions. Ich hätte gerne mal mehr Optionen zur Verfügung in diesem Kampf. Weil irgendwie die ganze Zeit nur auf Enter drücken ist nicht so spannend. Das, ja, schießt einen Wassertunnel. In Ruhe lassen kannst du mich mal hier. Wie lange dauert dieser Scheißkampf denn jetzt hier noch? Ja, komm, noch eine Potion. Zur Feier des Tages. Yeah. Meine Abwehrkräfte haben sich erhöht. Prima. Oh Gott, ist das langweilig. Ja, warum auch nicht? Ich will nicht mehr. Jetzt gehen mir auch noch meine MP flöten, gehen zur Neige. Wie viel HP hat dieses Scheißteil denn? Ich glaube, ich gehe gleich zurück nach Flower Hill Village, um mich nochmal heilen zu lassen. Ja. Nach 37 Minuten Dauerkampf habe ich eine Super Antidote erhalten und Victor levelt ab. Schön.
Jetzt ist die Musik nicht mehr da. So, durch diesen Kampf sind beide Charaktere vergiftet. Ich hoffe, ich schaff's noch bis ins Dorf. Diese Spannung. Und mit letzter Kraft noch eben ins Gasthaus geschleppt. Prima. Dann, speichern wir doch, komm. Man lebt ja nur einmal. Dann also nach Baryon, der Stadt der Träume. Och Mann, oh. Flüchten. Keine Lust grad. Was findet man hier? Solange hier wichtige politische Verhandlungen abgehalten werden, ist hier für dich Endstation. Man kann auch einfach sagen, gesperrt. Naja. Oh, die Hafenstadt Baryon. Wer ist er? Das Ende der Welt ist nah! Ja? Ja, wirklich! Stimmt, was ich sage! Wieder 412 Punkte. Passiert das jetzt nochmal? Will ich ihn nochmal ansprechen? Ach nee. Vielleicht sollte ich mir das merken, dass man hier niemanden zweimal ansprechen kann. Aber hier gibt's neue... Wow, die Musik. Und schön Salsa, yeah. Come on. Links Waffenshop, rechts Heiltränke und andere Medizin. Ich spür den Groove schon, come on. Oh yeah. Bogen. Ein Standardbogen. Dann zweimal Bogen. Ein Starkschild. Und nicht Leather Armor und Leather Helmet. Warum nicht? Nur Victor hat immer noch seine Robe. Aber warum denn auch nicht? Ausrüstung. Dann Bogen. Yeah. Auch er Bogen. Schild. Starkschild. Leather Armor. Leather Helmet. Scheint da alles nicht ausrüsten zu können. Trotzdem, ups, das war natürlich Blödsinn. Mit 55 Angriff, Abwehr, Mental, Agilität, Eigentlich fast in jedem, doch wirklich in jedem Bereich ist Victor Rick überlegen. Sinnlos, sonst wie. Verkaufe ich das mal? Habe ich das Starkschild jetzt nicht ausgerüstet? Hä? Ich komme nicht mehr klar. Ach so. Ach ja, ach Gott, klar. Bogen ist zweihändig. Und ich kann entweder ein Schwert und ein Schild haben. Oder... Es ist jetzt die Frage, ist der Speer auch zweihändig? Weil ehrlich gesagt, bei dem wenigen HP, die Rick hat, will ich nicht darauf verzichten, auf die 4 zusätzlichen Abwehrpunkte. Wir werden sehen. Ich glaube, so schwer ist das Spiel auch nicht, dass man sich hier große philosophische Fragen stellen muss. High Potion. Lieber nochmal 2 reguläre Potions. Das läuft. Ich hoffe, bald bekommen wir ein neues Partymitglied. Das wäre von Vorteil. Ach, das ist doch... Ist das nicht Harry? Mein Joint und ich, wir sind gespannt, denn gleich geht's wieder los. Der Riesenspaß mit Haschgummi, den Puffen ist gesund. Harry ist psychisch und körperlich ja voll am Abgleiten. Mit Harry geht's bergab. Ja, scheinbar schon. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie schafft es Harry, vor uns dazu kommen? Und jetzt erst entdecke ich das, was hier rechts abgeht. Puff, 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 puff. Puff, 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 puff. Bill, was machst du hier? Eine Bar leiten, was sonst? Wollt ihr Haschgummi von Puff 2? Das ist wohl eine Referenz an Lachgummi von Nimm 2. Versteht ihr? Lustig und so. Wortspiel. Lass mal stecken. Ich komm morgen wieder. Oder auch nicht.
Das ist wohl ein Coffeeshop hier. Möchte ich hier eine Nacht verbringen? Eigentlich möchte ich hier keine Nacht verbringen. Passiv kiffen und sowas. Diese Sachen müssen runter, unter anderem nach Flower Hill Village. Schön. Und er, was macht er? Über die Hälfte der Vasen sind beim Transport kaputt gegangen. Damn. Wahrsagerin Karen, das Mädchen mit der unbekannten Kraft. Klingt wie ein schlechter Porno. Cool, lass uns da mal reingehen. Ja, sicher. Ist da alles nur Humbug. Komm schon. Kann ja nichts passieren. Gehen wir doch mal rein. Oh, die sieht ja aus wie unser nächstes Partymitglied. Ich werde euch die Zukunft voraussagen. Ich sehe in meine Kristallkugel. Oh mein Gott, von ihnen geht eine mächtige Aura aus. Ich werde in ihre Vergangenheit sehen. Ja, keine Zweifel. Es sind zwei der Auserwählten. Zwei von vier. 50% der Auserwählten. Was? Sie weiß, dass wir Auserwählte sind. Wieder komplett synchron im Chor. Mist. Ausgequatscht. Was geht hier vor? Karen Schwert an den Kopf halt. Auch das lässt sich nicht durch eine Animation lösen, scheinbar. Na gut, wie ihr wollt. Kommt mit nach unten. Das ist keine Falle. Überhaupt nicht. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dieser Platz. Karen ist ein Däh. Nein. Das stimmt nicht. Meine Vorfahren waren doch nur Dämonen. Nur in dir fließt dämonisches Blut. Ich besiege dich. Victor, das führt doch zu nichts. Es ist doch vollkommen egal, wie die Vorfahren einer Person waren. Das Einzige, was zählt, ist, was die Person jetzt ist. Victor, mir wäre es egal, ob deine Mutter eine Hure ist und dein Vater ein Hippie. Wir wären trotzdem Freunde. Rick. Danke. Ich verstehe es nicht. Warum ich? Warum nur ich? Warum bin ich eine Auserwählte? Karen, vielleicht sind deine Kenntnisse ja der Schlüssel. Was? Ich bin sicher, deine Vorfahren haben unter der Macht der Dämonen gelitten. Sie wussten von den vier Auserwählten und haben ihre Kraft an dich weitergegeben. Damit du zusammen mit den Auserwählten das Böse besiegen kannst. Ja, so wird es sein. Ich werde mit euch gehen. Die geheimnisvolle Karen schließt sich dir an. Prima. Nö, finde ich gut. Jetzt haben wir ein weiteres Partymitglied. Was kann sie denn? Karen, Magierin. Heilung. Oh ja. Geil. Schlaf lässt alle Gegner einschlafen und Dunkelblitz ist ein Blitz der Dunkelheit. Wer hätte das voraussehen können? Nee, ist gut. Jetzt gehen wir nochmal eben ausrüsten. Oder vielleicht kann sie auch schon irgendwas nehmen, was sie hier hat. Auch sie trägt eine Robe. Scheinbar die absolut gleiche, die Victor auch trägt. Schön. Ja, wie auch immer. Dann gehen wir doch mal eben hier rein. Und was kann sie denn jetzt hier? Kann sie irgendwas ausrüsten? Nein, sie hat den Dolch. Ah, fuck. Ja, scheinbar kann man ihr hier nichts kaufen. Ist dann halt leider so. Ach so, wir können. Ja, hier kann man runter. War hier rechts unten irgendwas? Nee. Gut, dann gehen wir doch mal aufs Schiff. Seefahrfanatiker. Ahoi! Alle Mann an Bord! Der Wind steht günstig. Nein, nicht Ahoi! Warum nicht? Rick ist schizophren. Weil eben lässt er so voll den insightful shit ab. Also wirklich so mit Philosophieren und ja, wirklich eine extrem erwachsene Aussage und jetzt passiert so ein Bullshit.
Er ist einfach schizophren. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist das die Diagnose. Na komm, bisschen weiterspielen können wir noch. Setz die Segel. Setz die Segel, Matrose. Ist das nicht auch eine Frau? Gibt's das Wort Matrosin? Ist das... Kapitän, wir fahren gleich ab. Holst du mal bitte kurz den Anker rein? Natürlich, Reisegäste machen das immer. Das ist der Anker, oder? Rick und Victor holen den Anker rein. Schön. Okay, setz die Segel. Alle Mann an Bord. Hä? Aha. Oh. Schleusentore schließen. Alle Mann aussteigen. Achso, ich kann mir jetzt aussuchen. Gut. So, jetzt sind wir auf dem zweiten Kontinent. Hurra! Hier finden wir bestimmt den vierten und letzten Auserwählten. Ich glaube nicht. Jedenfalls kann ich die Aura des vierten nicht spüren. Das kann aber mehrere Gründe haben. Zum Beispiel, dass der vierte A. zu weit weg ist, um seine Aura zu spüren. B. dass er gar nicht auf diesem Kontinent lebt. C. dass seine Aura zu schwach ist, um sie zu spüren. Ist doch egal, wo er ist. Unser Abenteuer geht weiter! Fade to Black. Währenddessen gar nicht so weit entfernt. Werf mir den Ball zu! Okay, los! Doch nicht so hoch! Entschuldigung, oh nein, der Ball rollt in das Gruselhaus! Los, gehen wir rein und holen ihn! Da ist der Ball! Wo? Ich sehe ihn nicht. Wo ist der Ball? Oh, ja, passiert schon mal. Mami! Kinder sind jetzt plötzlich verschwunden. Passiert. Kann mal passieren, dass Kinder in ein Geisterhaus gehen und alles explodiert. Aha. Arr, ahoi, mein Freund. Tut mir leid, aber im Moment löfen keine Schiffschenuss. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Akzent sein soll. Ich hab einfach mal alle zusammengeschmissen. Was macht er? Hä? Ach so, das ist der gleiche Opa wie aus Dorf 1. Warum sind die alle schneller als ich? Ich hatte Golems im Weg, irgendwelche Biophosphoren. Die sind alle schneller als ich. Was sagt das Schild? Rechts. Immer noch die traditionellen Richtungen. Rechts geht zur alten Villa. Mich interessiert aber viel mehr, wohin es hier lang geht. Links zu den Bergen. Vorsicht, Verbrennungsgefahr aufgrund des Vulkanes und dem heißen Gestein. Danke für die Werbung. Warnung! Dieses Spiel, was das mit mir anstellt, das ist einfach unbeschreiblich. Meine Mama hat immer viel zu tun, weil mein Papa tagsüber arbeitet. Deshalb muss ich mithelfen und die Betten machen. Da geht auch locker schon mal 4 bis 5 Stunden drauf, 2 Betten zu machen. 4 Betten. Oha. Ja, das ist mit Ehe, ist das... Getrennte Betten kann ja auch so eine Ehe beflügeln, wenn es gerade in der Kiste nicht so läuft. Ich muss aufräumen. Kochen, abwaschen, bügeln, kochen, abwaschen, bügeln, kochen, abwaschen, bügeln, kochen, abwaschen, bügeln. Okay. Also das halte ich persönlich für eine sehr problematische Geschlechterrolle. Der Mann verwirklicht sich selbst und die Frau muss gegen ihren Willen auf die Kinder aufpassen, den Haushalt machen. Sie ist da, offensichtlich hat sie psychische Schäden davongetragen, aber ich weiß es nicht mehr. Ich bin völlig am Ende. Hallo ihr drei, ich nehme an, ihr wollt was trinken. Was? Ihr wollt nicht? Dann wollt ihr aber bestimmt ihr übernachten. Nur 100 G für eine Nacht. Nein, ich habe auch noch volle HP, deswegen muss ich jetzt nicht übernachten. Aber ich gehe in den Gemischtwarenladen. Yeah. Warum ist es, dass in den ganzen Shops die Mucke immer so geil ist? So. Woo. Sehr schön. Aether, Phoenix Feder Potion, Zelt... Super Antidote Speer, Bogen, Starkschild, Leather Armor, Leather Helmet. Auch hier gibt's nichts Spannendes für mich. Gehen wir zur alten Villa oder gehen wir zu dem Vulkan? Ich gehe erstmal zur alten Villa. Oh, ich verstehe. Und das ist ein geeigneter Ort, um das mal an dieser Stelle zu unterbrechen. Und beim nächsten Mal werden wir die Geistervilla erkunden, werden wir dort die kleinen Kinder wiederfinden.
Oder auch nicht. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal.